Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Might and Magic, The Mandate of Heaven. So, ich wollte, glaube ich mal, für Melody nach einem Keulenexperten suchen. Weil in all den Städten, in denen ich bisher war, habe ich nirgendwo jemanden gefunden, der Keule-Experte kann. Deshalb dachte ich mir, ich teleportiere mich jetzt einfach mal entweder nach Whitecap oder nach Blackshire, weil das zwei der Hauptstädte sind, in denen ich bisher noch nicht war. Ich würde sagen, fangen wir mal mit Blackshire an. So, wo sind wir denn hier? Ich denke, hier war ich sogar einmal kurz für eine Sekunde, oder? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Die Musik ist aber... Das klingt aber nicht nach einer Stadt. Die Waffen bitte nicht anfassen. Was verkauft er denn so? Okay, der verkauft normale Panzerrüstung für einen Tausender. Das ist jetzt in Ordnung. Was hat der noch so? Wie viele Panzerrüstungen verkauft er denn? Ich könnte ja mal einen Test machen. Ich könnte mal eine Panzerrüstung für 1160 kaufen. Sie mal verzaubern. Plus 5 Stärke und Ausdauer. 28 Rüstung, die hätte 20. Ja, aber die sieht ehrlich gesagt cooler aus. Also ich habe die jetzt für 1000 gekauft und kann sie für 1000 wieder verkaufen. Okay, das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Egal, ich dachte mir, ich gucke halt einfach mal. So weit will ich eigentlich gar nicht aus der Stadt rausgehen. Also solange die Symbole noch grün sind über meinen Charakteren, habe ich jetzt nicht so viel Angst. Ich könnte mal kurz gucken, was das da oben für ein Gebäude ist. Ah, das ist ein Schrein. Magieschrein. Du betest den Schrein an. Ich schreibe mir mal Magie auf. Magie ist in Blackshire. Weil vielleicht erfahre ich ja irgendwann, welcher Monat der Magiemonat ist. Und dann kann ich mir hier eventuell, naja, hier was lernen. Was macht denn ein Lehrer auf dem Ausguck? Sollte da nicht irgendwie eine Wache oder so stehen? Naja. So, hallo Blackshire. Hier ist nichts, okay. Gibt's hier vielleicht... Ne, ich sehe auf der Karte schon keine blauen Punkte, also hier gibt's auch keine... Hufeisen. So, was macht der denn da in der Mitte? Plus 50 Zauberpunkte wiederhergestellt, jawohl. So, hier wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel Zeit verbrauchen. Ich wollte nur kurz gucken, was gibt's denn hier so für Lehrer? Wie geht's? Expert? Was, der Schattenmagie? Ich wusste es, es gibt Schattenmagie. Moment mal, ich hole mir mal meinen Schmierzettel. So, Blackshire. Sekunde. Blackshire. So, hier gibt's einen Experten der Schattenmagie. Interessant. Hat eigentlich Melody schon Lichtexperte? Nee, Licht noch nicht. Moment mal, Lichtexperte hatte ich doch schon, oder? Experte von Licht war in Silver Cove. Moment mal. Ich stehe jetzt noch in Silver Cove, oder? Bevor ich mich nach Blackshire teleportiere, könnte ich schnell Experte der Lichtmagie lernen, wenn ich schon mal hier bin. Licht? Und der Experte war, glaube ich, irgendwo hier hinten. Hallo. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier. Schön, dass du da bist. Suchauftrag, bin froh, dich wiederzusehen. Der himmlische Orden haust immer noch in den Monolithen. Ja, ich bin dabei. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Hallo. Mitgliedschaft, Erzdruiden. Das Wunder des Schwerezaubers. Mein Favorit. Der Spruch funktioniert am besten bei größten, stärkeren Monstern. Macht sie schwerer, wichtige innere Organe zerquetscht. Das halbiert die Lebensenergie. Was? Ich habe noch nie gesehen, wo ich den irgendwo lernen kann. Licht und Schatten. Gilden des Lichts in Silvercove und Blackshire. Gilden Schatten, Wintercap und Black... Aha. Hallo. Es gibt also Schattenmagie. Experte der Lichtmagie, okay. 2000 Gold. So, und schon ist ihre Lichtmagie stärker geworden. Alle Zaubersprüche werden mit dreifacher Fertigkeit angewendet. Ist bestimmt gut, schätze ich mal. Entfernt... Bei allen, alle positiven Zusprüche, genau. Laufgeschwindig, Erholungsrate, alles klar. Jetzt würde ich sagen, ab nach Blackshire.
Da wollte ich noch gucken, was es da noch so gibt. Stadtportal. So. Ja gut, das Verkaufen... Bitte nicht anfassen. Ja gut, das werde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Ultra-Handschuhe. Also wenn es da schon heißt Ultra... Wisst ihr was, die für 900, das ist jetzt echt nicht viel. Ich kaufe mir jetzt mal Ultra-Handschuhe und die verkaufe ich, die verzauber ich jetzt mal. So, speichern. Verzaubern. Schauen wir mal. Kälteresistenz plus 11. Die Waffen bitte nicht anfassen. Ich würde ein bisschen Gewinn machen, aber um ehrlich zu sein, hätte ich gerne lieber mal sinnvolle Zauber. Oder sinnvolles Equipment sozusagen. Stärke plus 11, das ist doch was Hübsches. Reaktion plus 8 gegen Stärke plus 11. Ja, der kriegt Stärke, das kann verkauft werden. So, das war doch schon mal ein kleines Upgrade. Vor allem kam ich jetzt von Rüstung plus 10 auf Rüstung plus 12. Das ist jetzt kein großer Unterschied, aber es ist besser als nichts. Nicht anfassen. So. Dann. Nochmal Ultra-Handschuhe, die kaufe ich auch. Hat der vielleicht noch mehr? Nee, sonst hat er nur noch Schrott. Bis demnächst. So, ich würde sagen speichern, verzaubern. Was haben wir denn? Kälteresistenz. Nö, das lade ich neu. Probieren wir das gleich nochmal, Solossa. Wie wäre es mit Zauberpunkte plus... Das ist aber relativ wenig, oder? Für Handschuhe. Allein die haben schon Zauberpunkte plus 8. Das lade ich auch mal neu. Zauberpunkte plus 6. Zauberpunkte. Ah, da können auch verschiedene Ränge sozusagen von Zauberpunkte drauf gewirkt werden. Das ist ja interessant. Was hat er jetzt? Intellekt plus... Nein. Ich werde das noch ein paar Mal durchprobieren. Ich will halt jetzt was Schönes haben. Das sind relativ gute Handschuhe. Glück plus 9. Es wird ja immer schlimmer. Also Lazar, langsam zweifle ich ein bisschen an deinen Fertigkeiten. Plus 5 Geschwindigkeit und Geschick. Das ist eigentlich jetzt nicht so schlecht. Geschwindigkeit und Geschick habe ich ehrlich gesagt sehr gern. Charisma plus 9, das sind ganz wenige Zauberpunkte. Ach, ich ziehe ihm das da an. Die Waffen bitte nicht anfassen. So, ja, jetzt ist genug. Bis zum nächsten. Okay, vielleicht nochmal kurz bei Waffen könnte ich nochmal schauen. Jetzt klappe ich erstmal die Händler ab. Zweifelhafte Geschäfte. Exekution soll zurückgebracht werden, wenn du das sagst. Oh, hallo. Schön, dass du Rüstung, da bist. Rüstung, das brauche ich alles nicht. Hier wäre noch, Stäbe. Ah, ich könnte für Anton mal was Neues kaufen. Was ist denn das da? Angriffsspeer. 1D9 plus 9. Was hat er denn eigentlich? Geizhals. Wie kannst du nur... Er hat 1D9 plus 5. Die heilendsten Waffen im Land. 1D9 plus 5. Ja, der Angriffsspeer ist natürlich schon besser. Kann ich den verzaubern? Ja, kann ich. Was kommt raus? Verdoppelt den Schaden gegen Drachen. Das brauche ich nicht. Also wirklich so richtig überhaupt nicht. Heilendsten Waffen im Land. Den Angriffsspeer. Jetzt hat er den gekauft. Wobei, ich lade nochmal neu, weil jetzt habe ich zufällig mit dem... Oder aus Versehen mit dem anderen Charakter gekauft. So viel Unterschied wird es nicht gemacht haben. Oh! Energiestab. Ah, das ist ein Stab, das brauche ich schon mal überhaupt nicht. Dreizack. 2D6 plus 6. Moment mal. Kriegt er mit dem Neuladen neue Gegenstände rein? Das müsste ich fast mal kurz durchtesten. Moment mal. Wenn ich neu lade, kriegt er dann neue Gegenstände rein, oder was? Speichern wir mal. Waffen im Land. Tatsächlich, dann wechselt es durch. Heilendsten Waffen im Land. Das heißt, ich könnte theoretisch so lange neu laden, bis ich das kriege, was ich haben will. Die Frage ist, was will ich denn haben? 3D6 plus 4.
2d6 plus 6, Moment mal. Schauen wir nochmal rein. Ich glaube, ich habe das meiste Wichtige schon jetzt gesehen. 3d6 plus 4, schwere Hellebarde. 3d6 plus 4. Also ich nie. 3d6. Das ist theoretisch bis 18 Schaden. Ich glaube, der ist fast besser, oder? Als der hier. Heilsten Waffen im Land. 3d6 plus 4. Ich glaube, der wäre verzaubert besser als der andere. Ich teste jetzt einfach mal, ob da eine ordentliche Verzauberung draufkommt. Verstärkter Rückschlag, so ein Schrott. Wisst ihr was, ich mache jetzt mal, ich gehe jetzt da gar nicht so auf genau. Wisst ihr was, die Waffen passen schon. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Zu wem sagst du denn hallo? Hier ist niemand. Hallo, wie geht's? Meister am Schild. So, Blackshire. Meister mit dem Schild. Interessant. Das brauche ich aber nicht wirklich. Ich suche immer noch einen Keulenexperten. Können wir unsere Dienste anbieten? Spenden, nein, danke. Ich spende an dich nur, wenn ich deine Hilfe brauche. Wie geht's? Werwölfe, was? Werwölfe sind einfache Leute bei Tag, ja, die sich halt verwandeln. Oh, hallo. Ob es hier Werwölfe gibt? Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Mein Ehemann vor ein paar Wochen zur Sterneninsel aufgebrochen, um nach Schätzen zu suchen. Seitdem her ist er vermisst. Ich soll ihn suchen, ja. Mandat des Himmels. Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist. Dass du das von mir weißt, die Leute erzählen, dass die Iron Fists das Mandat des Himmels verloren haben. Was sonst könnten Stürme, Fluten und Katastrophen auslösen? Das sind Zeichen der Götter. Merkt ihr meine Worte? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was das Mandat des Himmels ist. Und meine Karte wird gelb. Hier sind Gegner in der Nähe. Moment mal, die sind ja... Was? Riesenwerwolf? Bitte, was? Oh mein Gott. Aua. Okay, jeder schlägt vorbei, sehr schön. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht zufällig einen von den Bürgern treffe. Oh mein Gott. Okay, da hinten kommen noch mehr, aber das passt schon. Und da ist er tot. Meine Güte, was zum Teufel? Werwolf, Wolf. Okay, ich glaube, ich habe gerade den stärksten von denen schon umgehauen. Wieso greift ihr alle Enten an? Ich mag das nicht, wenn ich in Städten ankomme und dann greifen mich sofort irgendwelche an. Weil mein Problem ist immer, dass ich Angst habe. Was war das jetzt? Krank. Mein Problem ist, dass ich immer Angst habe, dass ich die Bürger treffe. Wieso greifen die denn alle immer nur Enten an? Zauberstab habe ich gefunden. Lasst doch mal Enten in Ruhe. Was ist denn los mit euch? Okay, der läuft von mir davon. Okay, der ist zu weit weg. So, Hauptsache ich treffe die Bürger nicht. Oh mein Gott. Was zum Teufel war das denn bitte? Können wir jetzt hier bitte mal in Ruhe uns umgucken? Vielleicht sind die deswegen gekommen, weil ich zufällig von den Werwolfen gehört habe und das hat es dann ausgelöst. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht waren sie vorher schon da. Wer weiß. Okay, eigentlich wollte ich mich hier mal fertig umgucken. Ich suche immer noch einen Keulenexperten. Hallo. Habe ich mir Schatten aufgeschrieben? Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Schön, dass du da bist. Der Mitgliedschaft in der Gilde des Lichts. Lichtmagie, die mächtigste Form. Die dich nicht dafür straft, dass du sie benutzt. Schattenmagie, offensive Wunder, aber die Benutzung muss meist ein hoher Preis bezahlt werden. Ja, das ist halt Schattenmagie. Hallo. Mitgliedschaft für 1000 Gold in die Gilde des Schattens. Was ist die hier? Ich wünschte, ich wäre Nikolai. Ja, da bin ich mir nicht sicher, ob du dir das wünschst. Schön, dass du da bist.
Noch ein weiterer Suchauftrag. Ah, ein Tormeister. Ein Weg entdeckt, den Lauf der Zeit umzukehren und mich wieder jung zu machen. Komplexes magisches Ritual benötigt er dafür. Problem ist, dass er magische Statuen auf verschiedenen Podesten aufstellen muss. Tigerstatue, Podest bei Sweetwater, Bäre nach Kriegsbeier, Adler nach Drachensand, Wolfsstatue im Sumpf der Verdammten. Was? Den Sumpf der Verdammten, den Podest habe ich aber schon mal gefunden. Die Entfernungen sind für mich zu groß. Ich muss auch das Ritual vorbereiten. Ich kann das nicht ganz alleine schaffen, braucht deine Hilfe. Statuen sind in der Kiste vor meinem Haus, platziere sie auf den Podesten, kehre zu mir zurück. Auch wenn das Ritual ein Fehlschlag wird, werde ich dich belohnen. Was? Das klingt ja. Oh mein Gott. Moment mal, wo soll ich die hinbringen? Die einzige Statue, an die ich mich jetzt erinnere. Wobei, ich kann die alle mal mitnehmen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, die würden jetzt in meinem Inventar rumgammeln. Und ich kann jetzt. Ich weiß nicht. Ich kann die jetzt sowieso nicht wirklich. Ich kann die jetzt sowieso nicht wirklich abgeben. Wobei mein Inventar ist jetzt. Also ich habe jetzt auch nicht so das große Problem mit Inventarplatz. Also ich hatte noch nie eine Instanz, wo ich dann sagen musste, ich muss raus, weil mein Inventar komplett voll ist. Also nehme ich sie gleich alle mit. So. Die kann alle mal eher mitnehmen. Na dann. Mal schauen, wann ich diese Quest fertig kriege. Wahrscheinlich nicht allzu schnell. Wie viel braucht. Ach, der braucht ein 4x4, also hier. Ich versuche die nur einigermaßen platzsparend hier unterzubringen. Okay. Das passt. Ich werde mich um den Auftrag kümmern. Ich kann ja nicht versprechen, dass ich den sehr bald schaffe, aber ich kümmere mich drum. Hallo? Was haben wir denn hier noch? Mitgliedschaft in der Schmugglergilde. Luftwesen flattern in den Tälern umher. Ja, das kriege ich schon noch mit. Genau, Prinz der Diebe, den habe ich schon mal gelesen. Bandit, der im Norden sein Unwesen treibt, treibt Schutzgelder von den Händlern ein. Gut geführte Organisation. Halt, da war noch jemand. Wie geht's? Nikolai und Teufel. Gehe nur die Straße von Blackshire aus entlang und du wirst ganz sicher Teufel sehen. Ja, vielen Dank. Also, ich werde mich hier nicht allzu lange aufhalten. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, sagt er wieder mal zu einem leeren Haus. Das ist wahrscheinlich Schmugglergilde, ja. Die brauche ich nicht. Kann ich dir beim Suchen helfen? Was hat der? Ach ja, du kannst mal das nehmen. Was hast du denn so? Feuerresistenzen. Himmelsring. Für 2600 würde sie mir den verkaufen. Regeneriert Trefferpunkte mit der Zeit. 3000. Lähmung heilen. Ultimative Stiefel. Wisst ihr was, das kaufe ich mir. Bald wieder. Zuerst mal wird abgespeichert und verzaubert, weil... Er hat immer noch die Handschuhe im Inventar, ist mir gerade aufgefallen. Elektroresistenz. Ich werde jetzt ein paar Mal neu laden, damit da zumindest Handschuhe rauskommen, die jetzt in Ordnung sind. Das wollte ich nicht machen, das lade ich lieber mal neu. Ich habe zwar niemanden getroffen, ich will aber nicht, dass die Bürger auf mich sauer werden, weil ich hier mit Wasserpfeilen um mich baller. Feuerresistenz. Ja, ich meine, wenn das so mit Glück zu tun hat, dann muss ich halt ein paar Mal neu laden. Das ist es mir aber wert. Giftresistenz. Also Solasar ist momentan mit seinen Verzauberungen... Das sind keine tollen Sachen. Geschick plus 7, das finde ich jetzt auch nicht so toll. Also du verzauberst mir gerade ganz schön Scheiß, finde ich. Schauen wir nochmal rein. Kälteresistenz. Auf der anderen Seite, das ist halt plus 12 Rüstung. Wir haben halt noch Leute mit plus 8. Also das wäre halt viel mehr Rüstung, wenn ich jetzt zumindest einmal einen ordentlichen Zauber rauskriege. Charisma plus 10, das ist doch schon mal in Ordnung. Ja, Charisma plus 9 gegen Charisma plus 10, so. Und jetzt, glaube ich, kaufe ich mir mal die Stiefel. Danke, komm bei und jetzt mache ich genau dasselbe wieder. Ich speichere ab. Und versuche mal auf die Schuhe was ordentliches draufzukriegen. Reaktion plus 6. Ist bestimmt nicht schlecht. Reaktion plus 6. Aber die hätten zum Beispiel Reaktion plus 9. Das scheint also eine schlechte Verzauberung gewesen zu sein. Was hat der jetzt? Ausdauer plus... Nee. Probieren wir es nochmal. Ich mach's jetzt nicht allzu häufig, nur noch 2-3 Mal.
Reaktion plus 10, das ist doch schon was Besseres. Okay, Reaktion plus 10 könnte ich direkt ihm geben. Und wisst ihr was, wenn ich schon da bin, kaufe ich mir den Ring auch. Für 2600. Hast du auch noch normale Ringe? Ja, das ist nur so ein schlechter. Geschick plus 7. Ja, Gürtel, glaube ich, brauchen wir alle noch. 2600 für den Ring. Da brauche ich jetzt aber eine ordentliche Verzauberung. Speichern. Der war jetzt nämlich schon teuer. Geschick plus 8. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Geschick plus 8. Geschick plus 5. Stärke plus 1. Ja, komm, dann ziehe ich ihm den an. Beschleunigt die Erholung. Stärke plus 1. Komm weg damit. Geschick plus 8. Her damit. Himmelsring. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass ich mehr, oder dass ich um einiges mehr als plus 8 darauf kriegen könnte. Wenn ich es noch ein paar Mal probiere. Ja, komm, weg damit jetzt. Okay, genug. Und ein weiterer Auftrag. Es liegt auf der Stadt ein Fluch. Viele glauben aber nicht dran. Aber unter Vollmond verwandeln wir uns alle zu Werwölfen. Was? Und obwohl niemand wirklich böse ist, weiß keiner, was Werwölfe so alles Schlimmes anstellen. Wir können unserem Fürsten nicht aufsuchen, denn der realisiert nicht, dass wir die Werwölfe sind. Finde einen Weg, uns normal zu machen. Moment mal, sind die Typen, die ich vorhin umgelegt habe, waren das Dorfbewohner? Schön, dass du da bist. Meister des Schwerts. Was braucht der denn? Der braucht Stufe 8. Kriegt der das zufällig hin? Moment, ich brauche einmal dann 5, 6, 7. Nee, das reicht nicht. Auf wie viel würde ich ihn denn theoretisch kriegen? Ich habe jetzt mal abgespeichert. Ich würde ihn kriegen auf gerade Level 7 und ich brauche Level 8. Fähigkeit erlaubt, ein Schwert in der linken Hand zu führen. Ja, komm, das kann er mal machen, das passt schon. Dann gebe ich Wobei, ich wollte bei ihm eigentlich erst Sechster Sinn und Fallen entschärfen machen. Weil ich will nicht die ganze Zeit durch irgendwelche... Oh, hallo. Hallo, wie geht's? Ich will nicht die ganze Zeit durch irgendwelche Fallen in die Luft gejagt werden. Was ist denn das? Die Magie des Guten. Die Magie des Guten. Solarstrahl. Erinnert mich irgendwie an Pokémon. 17.400 Gold. Solarstrahl, der Zauberspruch mit der zweitstärksten Verwüstung in diesem Spiel. Konzentriert das Licht der Sonne auf eine elende Kreatur. Solarstrahl muss das Licht der Sonne bündeln. Funktioniert also nur im Freien und nur tagsüber. 20 Punkte Schaden. Plus 1 bis 20 pro Fertigkeit in der Lichtmagie. Sehr langsame Erholungsrate auf normal. Ich bin aber schon Experte. Schnellere Erholungsrate. 17.400 ist gekauft. Tag der Fast Food. Stellt Nahrung für deine Charaktere her, wenn du weniger echte Nahrung hast, als durch diesen Zauberspruch hergestellt werden kann. Was? Fast Food? Stellt einen Tag plus einen Tag pro 10 Fertigkeitspunkte her. Also er würde mir sozusagen, da ich Experte bin, würde plus 2 Tage pro 10 Fertigkeitspunkte. Ich habe noch nicht mal 10. Ich habe momentan 4 und bin Experte, das heißt ich habe 8. Das heißt, er würde mir momentan nur ein Essen machen, glaube ich. Ja, aber trotzdem kann es nicht schaden. Komm her damit. Goldfinger, verwandelt einen Gegenstand in Gold. Stunde der Kraft. Wendet gleichzeitig Eile, Heldentum, Schild, Steinhaut. Was? Eile, Heldentum, Schild und Stein. Und Segen. Das bedeutet, dass Anton jetzt theoretisch gar nichts mehr buffen müsste. Weil Melody mit Lichtmagie alles verzaubern kann. 55 Zauberpunkte. Alter Schwede, lähmen. Hindert ein Monster für eine kurze Dauer von einer Minute
Es steht mir frei. Es steht mir frei, dein Hilf oder steht einem frei, dein hilfloses Opfer anzugreifen, bis dein Herz befriedigt ist. Gelähmte Monster wehren sich nicht. Was? Gekauft. Prismenfeuer. 25 Schadenspunkte plus 1 pro Fertigkeit in Lichtmagie bei allen Kreaturen im Sichtfeld. Kann nur in geschlossenen Räumen. Gekauft? Tag der Götter, verlangsamen Stunde. Guck mal mein Gold an. Gerade habe ich noch gedacht, ich habe viel Geld. Oh Gott, arme Melody. Ja. Okay. Ja. 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 Wisst ihr, wie viel Zauberpunkte die jetzt braucht? Oh mein Gott. Sie hat 174 und ich zahle für einen Zauber teilweise 60 Zauberpunkte. Wow. Soll ich Licht? Ich glaube, ich bringe jetzt mal Licht und Meditation nach oben. Ich brauche mehr. Ich glaube, ich brauche einfach jetzt verdoppelt Meisterrang vertrauen. Ich glaube, ich werde bei ihr jetzt auf Meditation oder auf Licht gehen. Was ist denn der Unterschied bei den ganzen Lichtzaubern? Da erholt sie sich nur schneller. Und die Buffs machen natürlich. Die Buffs sind natürlich stärker. Ja, das bedeutet, dass eigentlich der liebe Enten, dass ich gar nicht so hart auf Geist hätte gehen müssen. Weil das alles, er erholt sich jetzt nur schneller. Alle anderen Zauber macht jetzt alles Melody. Tja, hätte ich das mal am Anfang gewusst. Aber die macht das schon auf die ganze Gruppe, das muss ich mal schnell testen. Ist Tag der Götter ist gerade noch aktiv, glaube ich. Ja, Tag der Götter ist gerade noch aktiv. Das heißt, ich würde gar nicht sehen. Aktive Gruppenzauber. Das heißt nämlich nur magisches Auge. Der sagt mir nämlich nichts von diesem Tag der Götter. Wenn ich jetzt mal Stunde der Kraft mache, dann müsste jeder Steinhaut und Siegen. Das heißt, jeder müsste Rüstungsklasse eigentlich dazu kriegen. Rüstungsklasse haben sie jetzt alle 86. Im Gegensatz zu Tag der Götter sehe ich das sogar. Also das ist ja wow. Also sie kann jetzt richtig stark buffen. Mann, Mann, Mann. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, ob die jetzt was hoch... Oh Gott. Ja, weil das sehe ich nach wie vor nicht. Ah, wenn ich Rechtsklick über den mache, alles klar. Heldentum, Eile, Steinhaut, Segen, Schild, Glücksack, Meditation, Präzision, Reaktion, Kraft. Oh Gott. Ja, also mit Melody muss ich mir jetzt was überlegen. Die braucht mehr Zauberpunkte. Naja. Mal gucken, ich heb mir mal die Fertigkeitenpunkte auf, die brauche ich ja momentan nicht. Meine Güte, war das teuer, was ist das denn? Die Gilde des Schattens. 10 bis 2... Moment mal, ich habe noch keinen Schatten-Typ. Keulenmeister, super. Er bringt mir Keulenmeister bei. Keule. Ich habe immer noch keinen Keulenexperten. Hallo. Meister des Schwertes, das hatte ich schon. Okay, hier gibt's die Schattengilde. War hier nicht irgendwo... Ich bin gerade hier der Gilde der Schatten beigetreten. Das müsste doch eigentlich heißen, dass hier auch irgendwo die Schattengilde sein muss. Der Treuehändler. Kaufst du etwas oder siehst du dich nur um? Du kannst mir mal das Blaue geben. Vielen Dank. Von dem Blauen habe ich nämlich nie genug. Okay, ich meine, ich bin jetzt hier einigermaßen durch. Kann ich dir beim Suchen helfen? Genau, das da oben ist nur die Schmugglergilde. Ist hier da nicht auch irgendwo... Irgendwer muss mir ja Schatten beibringen. Ah, Moment, das macht ja auch der. Ich bin ja jetzt Mitglied in der Gilde und er bringt mir jetzt nachts Schatten bei. Aber einen Keulenexperten habe ich hier nicht gefunden. Was macht denn der hier? Vorübergehend 30 Magieresistenz, aber... Ja, das kann ich neu laden. Weil er ist der Einzige, der Versteinerung heilen kann. Ich trinke aber trotzdem einmal draus, dann weiß ich zumindestens... das wollte ich nicht machen. Dann wird mir zumindestens in der... Dann wird mir zumindest im Ding festgehalten, im Notizbuch Hallo, festgehalten, wie geht's? Dass
ihr wisst schon, dass halt der Brunnen das macht. Okay, wie gesagt, Keulenexperte habe ich hier nicht gefunden. Aber kein Problem. Ich werde mal die Schattengilde durchtesten. Aber bevor ich jetzt nochmal 50.000 Gold ausgebe. Also diese ganzen 75.000 Gold sind in der nächsten Episode bestimmt weg. Ich glaube, ich mache hier mal kurz Schluss. Fang schon mal an zu weinen und werde in der nächsten Episode hier mit Sicherheit eine ganze Menge Geld ausgeben. Betet für meinen Geldbeutel. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.